Hallo liebe Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen Hallo. Zurück aus Essen mit einer Essen-Neuheit, Evergreen, von Hjalmar Hach. Genau, er hat ein bisschen unaussprechlicher Name, aber er ist ein sehr netter Zeiger. Er ist so nett, oh mein Gott. Wir haben es halt gespielt und er war mit im Raum und so, ja, wir haben noch eine kurze Frage. Ja, klar. Danke fürs Erklären. Ja. Genau, von der Horrible Guild, ne? Hjalmar und Lorenzo sind natürlich auch die Stammautoren der Horrible Guild Deutsch jetzt bei Heidelberg. Genau, aber Lorenzo ist hier tatsächlich nicht dabei, sich. Nee, tatsächlich, Lorenzo, stimmt, ja, stimmt. Lorenzo ist hier nur im Hintergrund, das ist Hjalmars Spiel, genau. Weil ihr wisst ja, es ist eine Evolution. Das It's passt an auch Evolution in the Photosynthesis. Das passt sehr gut zu Photosynthesis, weil in beiden Spielen geht es darum, Bäume zu pflanzen. In beiden Spielen geht es darum, dann Punkte zu machen, indem man die Sonne einfängt mit den Bäumen, und in beiden Spielen kann es dazu führen, dass wir Probleme kriegen, weil wir verschattet sind. Mhm. Ja. Trotzdem sind die Spiele tatsächlich gar nicht so ähnlich. Sie haben ihre Unterschiede. Also sie haben irgendwie so dieselbe Idee, aber dann nochmal halt sehr unterschiedlich. Und diese Vorzüge werden wir im Fazit auf jeden Fall noch ein bisschen näher beleuchten. Kommen wir aber erstmal zu den Regeln von Evergreen, die ich euch näher bringe, und dann gehen es weiter. Evergreen ist ein solitäres, puzzeliges Spiel, in dem es darum geht, seine Erde mit Bäumen zu bepflanzen, die wachsen zu lassen und letztendlich so anzuordnen, dass sie alle Licht bekommen. Denn die Bäume werfen auch Schatten, je nachdem, wie groß sie sind, auch etwas mehr. Und gedanklich haben wir hier eben einmal die Erde, auf der wir verschiedene Bereiche haben, 6 an der Zahl, die sind auch farblich hinterlegt. Dann haben wir verschiedene Elemente. Wir haben zum einen den Spross, also ein frisch eingesäter Baum. Wenn er wächst, dann ist das erstmal ein kleiner Baum. Und wenn er nochmal wächst, ist das ein großer Baum. Gedanklich für den Schatten ist dann auch nochmal zu wissen, dass ein kleiner Baum einen Schatten wirft und ein großer Baum wirft dann 2 Schatten. Also der würde zum Beispiel das 1/2 Feld auch noch mit dem Schatten versehen. Und dann dadurch, wenn da ein Baum stehen würde, würde der auch kein Licht bekommen. So, außerdem haben wir dann auch noch so Wasser-Tokens und Büsche. Wasser, wenn wir es platzieren, können wir halt Bäume wachsen lassen, und Büsche verbinden unseren Wald. Wir spielen über 4 Runden und wir haben immer, wenn wir am Zug sind, 4 verschiedene Aktionen, die wir machen müssen. Zunächst würde der Startspieler sich eine Karte aus der Auslage aussuchen. Wir spielen hier in dem Beispiel zu dritt, deswegen werden 3 plus eine Karte ausgelegt, und der Startspieler sucht sich dann zum Beispiel diese Karte aus, um sie zu spielen, und die am nächsten gelegenste Karte zum Nachziehstapel würde dann hier den Startspieler-Marker bekommen. Der Spieler, der dann in den Folgezügen diese Karte auswählt, würde dann der nächste Startspieler werden. Wenn die übrig bleibt, dann bleibt einfach der jetzige Startspieler der Startspieler für die nächste Runde. Denn klar, im Spiel zu dritt bleibt dann halt eine Karte übrig, und das könnte zum Beispiel diese hier sein, und die wandert dann in so eine extra Auslage, die für die Endwertung relevant ist. Ja, jeder Spieler, der sich jetzt eben diese Karte oder eine Karte genommen hat, der hat nämlich einmal eine Basisaktion, die er machen kann. Die sind hier unten beschrieben, A, B, C und D. Und eine Spezialaktion, das sind hier diese oberen, die auch immer ein bisschen stärker werden, je häufiger man die macht. Die Reihenfolge ist dabei egal, ob der Spieler jetzt erstmal die Basisaktion oder hier die Specialaktion macht. Wir können ja einmal hier die einzelnen Aktionen durchgehen. Wenn man die Basisaktion A macht, dann kann man nämlich 3 solche Setzlinge pflanzen, und zwar in der Farbe der Karte. Das heißt also, hier in dem orangenen Bereich müsste ich dann 3 von den Sprösslingen reinsetzen. Könnten dann hier diese 3 zum Beispiel sein. Alternativ kann ich aber auch, statt diese Sprösslinge zu setzen, die Aktion B machen. Da kann ich nämlich 2 unterschiedliche Bäume wachsen lassen. Wichtig ist dabei allerdings, dass man nicht zweimal denselben Baum wachsen lassen kann. Also angenommen, ich habe dann halt keine Sprösslinge gesetzt, sondern ich würde diesen Baum wachsen lassen. Dann könnte ich das machen. Aber als zweites Wachstum darf das nicht derselbe sein, sondern ich müsste dann zum Beispiel hier den hier wachsen lassen. Aktion C ist einen Setzling setzen und einmal wachsen lassen. Das darf dann aber entsprechend auch wieder nicht derselbe sein. Und Aktion D ist entweder einen Setzling oder einmal wachsen lassen. Und zwar so, dass man halt hier diese Farbe nicht beachten muss. Also kann man halt auf der ganzen Welt Kugel pflanzen. Genau, das ist erstmal soweit übersichtlich. Und die Spezialaktionen, die sind hier immer auf der Karte mit abgebildet. Hier in dem Fall ist es hier der größere Baum. Man würde also, wenn ich dieses Symbol hier sehe, einmal den Spielstein etwas weiterschieben, sodass die Aktion eventuell stärker wird. Ihr seht nämlich kleine Zahlen unten drunter. Und momentan bin ich auf
der Zahl 1. Das heißt, ich darf diese Aktion einmal machen. Bedeutet, ich darf einen kleinen Baum in einen großen Baum wachsen lassen. Und zwar unabhängig von der Farbe. Denn das ist das Wichtige. Die Spezialaktionen sind halt unabhängig von der Kartenfarbe. Die Basisaktionen sind abhängig von der Kartenfarbe. Und dann könnte ich auch meinetwegen den hier zum Beispiel zu einem großen Baum machen lassen. Es gibt dann auch noch die weiteren Spezialaktionen. Hier gibt es dann eben auch nochmal wieder Setzlinge setzen und die sind natürlich auch sehr viel stärker. Man kann hier bis zu 4 Stück setzen und dann natürlich auch überall verteilt. Hier kann man einmal einen Setzling in einen kleinen Baum wachsen lassen. Wie gesagt, hier einen kleinen Baum in einen großen Baum. Hier bekommt man nur Punkte, aber davon auch halt 1, 2 oder 4, je nachdem wie häufig man das macht. Hier darf man ein Wasserteil platzieren. Das könnte ich zum Beispiel hier hin machen. Und dann darf man bis zu 2 benachbarte Bäume wachsen lassen. Also könnte ich den hier in einen großen Baum verwandeln und den hier in einen kleinen. Genau, und hier, wenn man ganz hinten ist, darf man sogar 2 Wasser platzieren. Hier haben wir den Busch. Wenn ich einen Busch setzen darf, dann mache ich das halt einfach. Und dann habe ich gedanklich hier den Wald verbunden. Das ist dann für die Zwischenwertungen wichtig. Ja, und dann haben wir hier halt noch die Punkteanzeige. Wenn man halt einmal hier die Rundenanzeige vervollständigt hat, dann kann man halt bis zu 250 Punkte hier eintragen. Die Runde endet, wenn jeder Spieler halt 4 Karten gespielt hat. Und zwar, also wir befinden uns jetzt gerade schon in der zweiten Runde. Also in der ersten sind es 5 Karten, die gespielt werden. In der zweiten 4, dann 3, dann 2. Also jetzt momentan müssten halt noch 4 Karten gespielt werden. Die Aktionen werden natürlich gemacht. Und dann kommt halt die Zwischenwertung. Und zwar ist die Sonne halt hier auf dem zweiten Platz und scheint natürlich hier in diese Richtung und trifft erstmal jeden ersten Baum und alle, die halt nicht im Schatten liegen. Jetzt kann ich euch auch mal für dieses Beispiel so ein paar Situationen aufbauen. Ich glaube, das reicht auch schon, wenn ich nur den hier hinsetze. Klar ist ja natürlich, dass diese 4 Bäume Licht bekommen. Und für jeden kleinen Baum kriegt man einen Punkt, für den großen Baum 2. Heißt also, ich habe hier schon 6 plus 1, also 7 Punkte, die ich mir eintragen kann. Sind das eben schon 9? Das Problem ist, dass dieser Baum hier im Schatten von dem großen Baum liegt und somit keine Sonne bekommt. Auch der hier liegt im Schatten, also kriegt auch der keine Sonne. Aber das Gute ist, der hier ist so weit entfernt, dass der halt auch nochmal Sonne bekommt. So, hätten wir aber die Situation, dass wir hier einen kleinen und dann einen großen haben, dann ist der große Baum ja, ne, größer als der kleine, deswegen kriegt er trotzdem die Sonne, also auch er würde hier 2 Punkte bekommen. So, dann kommt noch die Zwischenwertung, nämlich für den größten Wald und da werden auch die Büsche relevant, denn alles, was Baum und Busch ist, außer die Sprösslinge hier, die gehören zum Wald und hier in dem Beispiel wäre das hier der größte, also 1, 2, 3, 4, 5 Punkte für den größten Wald. 1, 2, 3, 4, 5. Das macht jeder Spieler halt auf seinem Tableau und dann geht es eben in die nächste Runde. Alles wird hier abgeräumt auf den Ablagestapel. Wenn der Nachziehstapel leer ist, einfach mischen und dann wird halt einfach die nächste Runde gespielt, bis dann eben die 4. Runde fertig ist und dann nochmal eine Endwertung kommt. Denn dann ist es halt wichtig, wie viele von diesen Fruchtbarkeitssymbolen hier ausliegen. In diesem jetzigen Beispiel würden am meisten Punkte halt große Bäume in der Arktis bringen. Denn ja, in der Endwertung sind nur große Bäume relevant. Also hier dieser kleine, der bringt gar nichts, aber der hier schon. Und dann würde man eben multipliziert hier mit diesen Fruchtbarkeitssymbolen die Anzahl der großen Bäume, sind dann die Punkte, die man für diese Region bekommt. Dann eben 2 multipliziert hier auch wieder mit 2, sind 4. Und ja, in Gelb hat derjenige halt leider keine Bäume. Aber wie gesagt, das passiert erst am Ende des Spiels und dann hat man natürlich ein paar mehr Bäume hier drauf. Es gibt auch Karten, die haben statt Fruchtbarkeitssymbolen, haben sie hier so einen Totenkopf. Das ist dann halt ungünstig, wenn die nämlich übrig bleiben und dann hier hingelegt werden. Dann negieren sie ein Fruchtbarkeitssymbol, sodass dann halt eben weniger Punkte am Ende multipliziert werden. Und das ist das ganze Spiel. Ja, was wir am Anfang vergessen haben zu sagen, natürlich ist Evergreen ein eigentlich Familienspiel. Ja, es steht hier ab 8 Jahren. Man kann es auch mit den Kindern spielen, würde ich sagen, weil es wirklich nicht so schwierig ist von den Regeln. Wenn man mal verstanden hat, dass man die Hauptaktion auf dem
Landschaftsfeld der Karte machen kann und diese genau. Nebenaktion, diese Fähigkeiten. Das finde ich tatsächlich auch so ein bisschen verwirrend. So diese Sonderaktion ist halt auf der Karte und die Karte gibt ja die Farbe bzw. halt den Bereich an. Dann denkt man, das hat dann miteinander zu tun, aber es ist halt so farbunabhängig. Also ja, und da muss man halt irgendwie, wenn man seinen Zug macht, immer gut unterscheiden. Was mache ich jetzt zuerst? Weil du kannst sie auch noch tauschen. Du kannst zuerst die Fähigkeit aufleveln und die machen auf irgendeinem Feld oder umgekehrt. Und das muss man einfach, da muss man sich selber gut disziplinieren beim Spielen, dass man da einfach nicht durcheinander kommt. Und, aber Evergreen ist halt auch wirklich so schön. Es hat so tolles Material und es kommt halt auch ganz ohne Plastik aus, hat halt so ein eigenes Inlay drin und du kannst praktisch die Schachtel aufmachen und das ist dann halt so dein, das ist deine Tokenschale. Leider wölbt sich das so ein bisschen, sodass es halt beim Verstauen, also wenn es im Regal steht und so ein bisschen hin und her geschüttelt wurde, dann auch so ein bisschen sich verteilt. Das ist schade. Du meinst, das Inlay wölbt sich so ein bisschen. Das ist ein bisschen schade. Aber an sich ist es halt voll schön, dass dann da auch so ein bisschen grün gedacht wurde. Auf jeden Fall. Plastikreduktion. Total passend natürlich aber auch zum Thema. Aber tatsächlich hat das damals Photosynthese auch schon hingekriegt. Die haben nämlich auch so ein Inlay irgendwie da drin, also ein bisschen grober, aber hat halt auch gepasst. Und die haben natürlich auch sehr opulentes Material. Aber mir gefällt tatsächlich Evergreen ganz, ganz gut. Ja, also ich muss auch sagen, erstmal, die Gestaltung ist wirklich klasse. Es ist sehr minimalistisch. Mhm. Am Anfang vielleicht auch nicht ganz so leicht so sofort zu erkennen. So, diese Symbole sind auch recht klein. Aber es gibt ja dann da letztlich nicht so viele Symbole. Und das würde ich sagen, ist jetzt kein Hindernis. Da kommt man dann schon recht rein. Das macht schon was her. Das ist nicht so diese, hätte ja auch viel plumper jetzt hier, diese Ikonografie hätte ja auch viel plumper sein können. Absolut. Und so ist es halt wirklich sehr durchgestylt. Ja. Dazu natürlich auch dieses schöne Holzmaterial. Ich würde halt tatsächlich auch sagen, dass Evergreen nicht vereinfacht wurde im Gegenüber Photosynthese, sondern, also wenn man gestreamlined hier benutzen darf, man hat da die Sonnenphasen verkürzt, dass man halt nicht mehr 6 verschiedene Standorte für die Sonne hat und dann eben ein Sechseck. Man hat quasi nur noch, orthogonal eckig. Muss man denken und nicht irgendwie schräg. Ja, genau. Das ist halt vereinfacht worden und ich finde, man konnte halt auch, also dadurch, dass es ja auch, dass du nur dir selber etwas wegnehmen kannst und nicht den Gegnern, ist es dann halt auch so ein bisschen wohlfühlender. Weil das ist natürlich der ganz große Unterschied zwischen diesen beiden Spielen, das kann man nicht anders sagen, dass sie bei Photosynthesis ja auf einem Wald, in einem Wald gebaut haben und sozusagen jeder gegnerische Wald und auch jedes Feld umkämpft war. Also das heißt, die gegnerischen Bäume haben uns verschattet, wir konnten sozusagen dem Gegner auch Plätze wegnehmen, indem wir unsere Samen dahin geschmissen haben. Und dieses sehr stark interaktive, auch schon fast, ja, also konfrontative, das ist nicht, also Photosynthese, das haben wir auch mal gesagt, das ist so ein schönes Thema, wir pflanzen alle Bäume. Im Gegenteil, das ist ein Kampf konfrontatives um Spiel, wirklich ein Überlebenskampf sozusagen um die eigene. Kampf um die Photonen. Ja, genau. Im Endeffekt sehr, ne? Das ist so wie das sind ja, man spielt ja auch unterschiedliche Baumarten hier. Das ist so ein richtiger Verdrängungswettbewerb, ja. Welcher Baum schafft's zuerst zur Sonne oder wird von den anderen sozusagen so niedergehalten. Also das ist was. Und hier ist es so ganz schön, weil wir haben alle unseren eigenen und Wald. Da oh mein die Gott, bin ich froh, dass man bei Evergreen nicht mit seinen Siegpunkten bezahlen muss. Oh mein Gott, das hat mich so geärgert bei Photosynthese. Du bist halt irgendwie immer bei null. Ja, gut, das sind nicht deine Siegpunkte. Das sind nicht die Siegpunkte, das sind ja nur die. Ja, du kriegst Siegpunkte für die Punkte am Ende, aber das ist quasi, du hast halt, also bei sei mir ehrlich, bei Photosynthese wird dir einfach nichts geschenkt. Ist mir nichts geschenkt. Absolut nichts geschenkt, weil da kriegt man ja sozusagen auch die, also hier sammelst du ja einfach die Sonnenpunkte, also quasi die Sonne, das sind einfach Siegpunkte. Während bei Photosynthese ist es Einkommen, was du benutzt, um deine Bäume wachsen zu lassen. Und nur wenn du deinen Baum dann wieder abreißt, kriegst du eigentlich Siegpunkte. Du kriegst am Schluss noch, wenn du halt Sonnenpunkte übrig hast, dafür auch noch Siegpunkte. Aber das ist eigentlich zu vernachlässigen. Also, ja. Ganz unterm Strich gesagt, Photosynthese ist quasi nichts für Leute, die einfach nur hübsch ihren Baum pflanzen wollen, sondern das ist halt wirklich Kampf, Krieg. Ja, also das ist auch so ein bisschen das Faszinierende im Spiel. Aber Evergreen, nochmal zurück, weil das ist ja das neue Spiel, ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Sehr ruhig, man puzzelt so vor sich hin. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, man muss dabei bedenken, das können Kinder auch gut spielen, aber es ist so ein bisschen skillabhängig. Ne? Es kommt halt bei Evergreen, da kannst du natürlich, hast du die freie Auswahl auch, also gut, bis auf die Karte, aber du hast da sehr viel Möglichkeiten, wo du Sachen hinlegst. Da muss man natürlich sagen, wenn du natürlich da sehr analytisch denkst, dann hast du vielleicht so einen gewissen Vorteil gegenüber den Mitspielern. aber das muss man natürlich wissen, also es ist halt so ein bisschen skillabhängig.
klar, das kann man auch über so Spiele wie Azul sagen, aber das finde ich ist bei Evergreen noch ein bisschen härter. Also quasi in Familien mit Kindern, wo die Erwachsenen keine Lust haben, ein bisschen weniger sich anzustrengen, sagen wir es mal so beim Spiel, kann ich mir vorstellen, dass die Kinder dann oft dann so das Nachsehen haben. Ja. Also es sind natürlich sehr clevere Kinder. Das muss man vielleicht so dazu sagen. Ja? Während Photosynthese würde ich natürlich überhaupt nicht mit Kindern spielen. Das ist einfach zu brutal. Wobei, also ist, ja? Hier von der Altersangabe hat sich ja nichts getan. Ne? Ab acht Jahren. 2 bis 4 Spiele. Okay, hier ist noch ein Solo-Modus mit da drin. Hier ist 2 bis 4 Spieler und 45 bis 60 Minuten haben auch beide Spieler. Also so an sich sind die Angaben sehr ähnlich geblieben. Ja, aber das würde ich bei Fotos nicht. Ich würde auch sagen. Das ist kein Kinderspiel. Ja, einfach. Das ist einfach ein hartes Erwachsenenspiel für Leute, die sich nichts schenken und das denen auch egal ist, sozusagen. Ja. Aber jetzt ist natürlich die Frage. Kannst du die Frage nochmal stellen? Die Frage ist, wir haben uns die Frage gestellt, wenn wir jetzt irgendwo auf einer einsamen Insel sind und wir haben nur diese 2 Spiele, dann welches Spiel würdest du spielen? Photosynthesis. Ja. Und das ist ich würde immer noch Photosynthesis. Evergreen Photosynthesis, bitteschön. Ja, Evergreen, ich weil du hier das Wohlfühlspiel hast. Ich habe mein eigenes Tableau und niemand kann mir was wegnehmen. Ja, ich weiß und ich gebe dir auch recht. Ich finde Evergreen ist wirklich ein ganz tolles Spiel. Mir hat es toll gefallen. Ich finde es eine gute Essen-Neuheit und ich glaube, alle, die es mitgenommen haben, werden das auch genießen. Ich würde, glaube ich, auch zu zweit und solo sowieso Evergreen den Vorzug lassen. Ja, es ist natürlich sehr solitär. Ne? Es ist Wohlfühlspiel, du nimmst dir nichts weg, aber deswegen ist es eben auch nicht interaktiv. Wer interaktiv und richtig fies spielen möchte, Photosynthesis. Ja. Und ich weiß, wir haben damals Photosynthesis etwas überhyped. Ja, das stimmt. Ja, das hat sich auch nicht so gehalten. Aber ich finde immer noch, wir haben es jetzt eben auch nochmal gespielt, um jetzt vor dem Video einfach nochmal so einen Eindruck zu gewinnen. Ich finde, es hat immer noch einen ganz speziellen Reiz, gerade zu dritt und zu viert, weil du auf diesem winzigen Wald wirklich so um jede Position kämpfst. Ja, und du dieses Kreislaufding hast. Das ist wirklich immer noch einzigartig. Ich würde trotzdem mich jetzt nicht hinstellen und sagen, jeder muss Photosynthesis haben oder spielen. Ja, es ist so ein bisschen was Spezielleres. Das ist auch wirklich das Schöne. Also die Spiele, die konkurrieren nicht umeinander, sondern sie haben irgendwie beide so ihren einzigartigen Flair. Und je nachdem, was für ein Typ von Spieler man ist oder was für ein Typ von Spielergruppe, kann man sich halt für das eine oder das andere entscheiden. Ja. Und ich muss wirklich sagen, das finde ich richtig, richtig cool, dass Evergreen halt nicht nur so ein Photosynthese 2.0 ist, sondern es ist wirklich ein ganz eigenständiges Spiel, was nur diesen Grundgedanken, diese Grundidee, diese thematische Idee auf eine neue Art, nicht weiterentwickelt eben gerade nicht, sondern eben auf eine neue Art interpretiert. Dabei ist ein ganz neues Spiel rausgekommen, was sehr schön ist. Und für alle, die eben so ein Puzzle-Tableau und auch das mit diesen Fähigkeiten, das finde ich auch sehr schön. Man kann sich nicht immer so gut entscheiden, dass man sagt, oh, diesmal gehe ich jetzt nur auf die Seen oder so, weil oft musst du situativ entscheiden, was du auch für eine Karte brauchst Das ist jetzt nicht so ein Spiel für die totalen Planer, finde ich, die jetzt von vorn bis hinten durchplanen. Aber ja, es ist wirklich ein sehr schönes Spiel geworden. Und Photosynthesis halte ich auch in Ehren und werde es ab und zu mal spielen mit Leuten, die sich mit mir so richtig streiten wollen. Um jeden Platz im Wald. Ja. Und Evergreen unterstützt sogar noch hier diese Organisation Trees for the Future, also auch nachhaltig gedacht. Sehr nachhaltig gedacht, genau. Ja, das war unsere Vorstellung, unsere Review zu Evergreen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch Photosynthese kennt. Ja, ich meine, vielleicht viele werden wahrscheinlich Evergreen jetzt noch nicht kennen, weil es jetzt noch ganz neu ist. Aber vielleicht haben sicher einige es noch mitgenommen, auch schon gespielt. Wenn ihr beides kennt, würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr die Frage beantwortet. Ihr seid auf einer einsamen Insel. Ihr habt nur diese 2 Spiele. Aber gut, die Frage ist, mit wie vielen Leuten seid ihr auf der einsamen Insel? Ja, das spielt halt leider so ein bisschen eine Rolle. Ja, aber trotzdem, welche der beiden Spiele gefällt euch besser? Mal gespannt, wie das Bild ist. Hoffentlich stimmt überhaupt irgendwer für Photosynthesis. Ich hoffe es mal. Aber vielleicht kennen es noch ein paar mehr Leute, habe ich mehr Chancen. Naja, egal. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, fürs Unterstützen und bis dann. Ciao. Ciao.